bevor sich Kommissar Finke an den Tatort begeben kann, verehrte Zuschauer, noch einige Tipps zu Politik, Literatur, Film und Geschichte in Hessen 3 heute Abend. Nachrichten in 3 aktuell, heute ausnahmsweise erst um 21.35 Uhr. Literatur um 21.50 Uhr im Bücherreport. Wilfried F. Schöller stellt die Neuerscheinungen des Büchermarktes vor. Heute mit einem Beitrag zum 100. Geburtstag des rasenden Reporters Egon Erwin Kisch und einem Studiogespräch mit dem Exilforscher Hans-Albert Walter. Der weiße Hai, E.T., Indiana Jones sind Welterfolge von Steven Spielberg, einem künstlerischen Enkel Walt Disneys. Albert Krugmann stellt den Regisseur vor. Geschichte dann um 23.15 Uhr. Vor 40 Jahren waren in einer amerikanischen und in einer englischen Wochenschau Bilder aus deutschen Konzentrationslagern und einen Bericht über den Fall von Osnabrück zu sehen. Wir zeigen Ihnen diese Wochenschauen in unserer Reihe vor 40 Jahren. Hessen 3 heute Abend auf einen Blick. Und nun, verehrte Zuschauer, ist die Reihe an Kommissar Finke gespielt von Klaus Schwarzkopf. Er hat den Mord an einer jungen Frau in Kiel zu klären. Wolfgang Petersen hat diesen Tatortkrimi des Norddeutschen Rundfunks 1974 gedreht. Zu den Mitwirkenden gehören Ulla Jacobsen, Hans-Peter Korff und Uwe Dallmayr. Nachtfrost.